Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy. Das ist eine neue Session. Ich habe mir gerade auf der Overworld alle, also auf diesem Hub hier, auf dem wir uns immer befinden, alle Leben geholt, die ich finden konnte. Und ich habe einen Peach von Prinzessin Peach auch mit 5 Stück bekommen. Die kennen wir ja, der ist ja immer dasselbe. Von daher habt ihr nichts verpasst. Wir gehen in die Reifen-Ozean-Galaxie und holen uns hoffentlich ein paar Sterne. Super, super schnell. Ping-Ping-Rennen. Oh nein, ich muss ein Rennen machen. Das gefällt mir nicht. Da-da. Je mehr ich Super Mario Galaxy spiele, desto mehr Lust kriege ich auf Super Mario 64. Ich weiß auch nicht. Das ist ein lustiger Umstand. Okay, gegen wen muss ich ein Rennen machen, hä? Wer bist du? Ja, ich finde, ein Rennen wird gegen Augenblick beginnen. Machst du auch mit? Ich mache es. Ja, ist klar, das Rennen beginnt. Okay, jetzt wo ich mitmache. Schaffe ich es nur mit A? Nee, ich muss schon so machen. Okay, oder ich mach's so. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein, dann schieße ich ihn weg. Ach, verdammt. Jetzt habe ich ihn schon wieder weggeschossen. Das ist nicht gut. Ich brauche jetzt einen Panzer. Da unten. Und den werde ich nicht wegschießen. Okay, den habe ich nicht bekommen. Ich bin Vierter. Ich habe immer noch eine Chance, wenn ich jetzt einen Panzer bekomme. Nee. Hä? Wieso kriege ich den nicht mehr? Ich verstehe das nicht. So, meine Luft war auch alle. Ich schwimme einfach hier hinten lang. Das sollte sicherer sein. Ich glaube, ich verliere. Kann ich hier drauf nicht schneller werden? Ich meine, das ist schon ganz okay schnell, aber mehr auch nicht. Ist das das Ziel? Nein, das macht mich schneller. Okay, wir sind Dritter. Hui, das erinnert mich an diese Sternringe aus Star... Oder nicht Sternringe, aber die Ringe. Diese ein paar bestimmte Ringe aus Star Fox 64. Oh, ich wurde Dritter, aber recht knapp noch. Dafür, dass ich es wirklich so unglaublich verkackt habe. Nein, mit 31 von 25 Millisekunden, das kannst du doch besser. Lass dich nochmal gegeneinander antreten. Und ich spreche alle Charaktere irgendwie gleich komisch. Warum geben sie mir nicht direkt eine neue Chance? Warum verliere ich da auch mein Leben? Das ist totaler Bullshit. Du hast einen komischen Hut auf. Das ist eine Taucherkappe, oder? Ja, 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 ja. Willst du nochmal mitmachen? Ja. Dann geht's los. Warum spreche ich alle Charaktere komisch? So, jetzt habe ich ihn. Jetzt schüttel ich nicht mehr. Wehe, irgendwann sagt die Wiimote, hey, du hast geschüttelt. Ich bewege sie einfach gar nicht mehr. Und gib mir jetzt nur noch Mühe, nicht... Also ich bewege sie jetzt... Jetzt habe ich sie doch bewegt. Verdammt. Das war dumm. Ich gebe mir jetzt nur noch Mühe, ordentlich zu lenken. Und auf meine Luft gebe ich ein bisschen Acht. Was passiert, wenn ich eigentlich über die Insel laufe? Stört die das? Also das Rennen an sich ist gar nicht so schwer, sobald man den Koopa hat. Da ist der erste Platz. Muss halt konstant eigentlich... Ich darf halt nicht so wirklich Fehler machen, also keine groben. Das sollte ja eigentlich klar sein. So, jetzt bin ich erst und ich glaube, jetzt können sie uns auch nicht mehr einholen, weil wir allgemein schneller sind als die Pinguine. Was? Bin ich durch den Ring geschwommen? Das sah ich etwas anders. Ich sehe es, meine Luft. So, bevor ich hier kurz zum Ziel irgendwie an Atemnot sterbe, lieber nochmal aufgetaucht. Wir haben es geschafft. Das war auch relativ einfach. 1,22,31. Du hast drauf, ja, yeah, eine Goldmedaille für den Champion.
die Sterne in dieser Galaxie sind bisher sehr leicht. Doch, ja. Und ich habe meine Batterien für die Wiimote inzwischen ausgetauscht. Allerdings hatte ich keine neuen mehr. Darum sind das jetzt auch welche, von denen ich nicht genau weiß, wie sehr sie schon benutzt sind. Aber es meckert bisher nicht rum, das Spiel. Von daher wird das wohl okay sein. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Wo denn das? Neben dem Maschinenraum. Sag bloß. Wir haben 22. Damit möchte ich ihn nicht beleidigen. Mehr belästigen. Anflug auf Schattenkomet. Einen brauchen wir noch, um hier hinzukommen. Wollen wir so einen Schattenkometen machen? Wir können ja mal jeden dieser Kometen einmal machen. Oder keine Ahnung. Im Anflug auf Schattenkomet. Überhol den Schatten. Okay. Einfach mal, um sich das anzugucken. Ich denke, es wird so sein wie in Super Mario Sunshine mit, wie heißt denn der nochmal? Halt, diesem Schatten-Mario, der eigentlich ja Baby Bowser ist. Ist das nicht sogar ein... Ja, das ist ein Remix von der Musik sogar. Aber ich meine, die war auch schon nur ein Remix. Okay, er sieht aber aus wie eine Galaxie. Er ist ganz anders. Muss man hier jetzt auch wegschwimmen? Oh, komm her, gib mir diesen Panzer. Wieso sind eigentlich so viele Koopa-Panzer unter Wasser? Sind die alle ertrunken? Mal sehen, ist das jetzt ein anspruchsvolleres Rennen? Okay, er läuft da an Land. Er denkt wohl, das wäre schneller. Nein, ich will den Turbo lieber als das Leben und schaffe nichts von beiden zu ergattern. Oh, ich dachte, ich krieg ihn vielleicht mit dem Panzer. Ha! Habt ihr den Panzer gesehen? Ich habe ihn noch gesehen. Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Noch einmal. Man kann es überspringen, sehr gut. So, ich drehe mich jetzt nicht, weil ich sonst die Kontrolle verliere. Was? Was soll denn der Scheiß? Oh, ich war doch fast direkt drinnen. Ja, aber auch nur fast, lieber Vogel. Ich weiß. Die sind alle blöd. So, diesen kriege ich diesmal aber. So, da habe ich ihn bekommen. Ich musste den Panzer wegwerfen, damit ich einen Langsprung machen kann. Da, das war nicht schwer. Könnte man eigentlich vielleicht mal öfter machen. Kann aber auch an dieser Welt liegen. Die Welt ist ja an sich sehr leicht, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Galaxie freigeschaltet. Wenn meine ganzen Berechnungen, meine komplexen Berechnungen alle stimmen sollten. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Hier im Maschinenraum. Dem Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Wir gehen ins Bilderbuch. Ihr könnt mich mal mit eurer neuen Galaxie... wo gehe ich denn da am besten lang von hier aus? Ich weiß gar nicht, ich bin da von hier aus noch nie hingegangen. Ja, das funktioniert so. Ich mag diese Overworld-Musik auch so. Kamera mal gedreht. Oh, verwundert wie immer. Dann lasst uns beginnen. Ich spreche sie auch jedes Mal anders, oder? Ja, ich glaube schon. Fünftes Kapitel, das Haus. Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek, hier das Kinderzimmer, oder? Das Mädchen schien in Selbstgespräche vertieft zu sein. Wenn wir zweit leben, will ich ein prächtiges Haus haben. Seit dem Tag, an dem es beschloss, Lumas Mama zu werden, arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternenstaub eingeschlossen, sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, die sie noch nie gesehen hatten. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als Luma das fertige Haus sah, meinte er zögernd, Du,
Ist das nicht ein wenig groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer. Alle Zimmer sahen wunderbar aus, aber sie wirkten noch etwas verlassen. Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht, sagte das Mädchen mit leiser Stimme, die auch traurig klang. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß. An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternenschiff, seinen Plüschhasen fest im Arm haltend. Oh, ich will mehr hören. Das reicht für heute. Rosalina, erzähl mir mehr. Mann, das ist doch deine Geschichte hier. Ich meine, die Raumnamen, die kamen mir jetzt auch nicht gerade unbekannt irgendwie vor. Also die kannte ich schon irgendwoher. Ich weiß zwar nicht woher, aber irgendwoher. Hahaha. Aber ich find's cool, dass es da so eine Hintergrundgeschichte gibt oder zu geben scheint. Das ist alles sehr, sehr cool. Das ist ein schönes Spiel bisher. Wirklich ein schönes. So, gehen wir jetzt uns die neue Galaxie mal angucken. Ja, ich denke, einen Stern können wir da bestimmt noch machen. Mal sehen, das ist die Spielzeugschachtelgalaxie. Das klingt aufregend. Das ist eine große Torte. Stelanakolos Robo-Bowser. Was? Also ich kenne nur Mecha-Koopas. Da hinten ist ein 8-Bit-Mario. Wunderschön. Wohl damals... Oder? Nee, ach nee, na gut. Er war da schon Mario. Jumpman war er ja vorher. Da wären die Farben auch falsch gewesen. Von Anzug und Hose. Die werden vertauscht. Oh nein! Oh, Nintendo. What are you doing, Nintendo? Stop! Hallo? Abfahrt und vorwärts! Sie können doch nicht so mit unserer Nostalgie spielen, oder? Nein, das können sie nicht. Niemals. Das dürfen sie nicht können. Oh, ein Roboter da hinten. Also da links habe ich gerade einen One-Up gesehen. So, da kommen wir dann auch hier hoch. Was auch immer hier sein mag. Über was beschwerst du dich? Er wird dort drüben gefangen gehalten. Ich hab's zerstört. Okay, Schwerkraftplatten. Oh Gott, das ist ja richtig verwirrend. Ah, okay, und auf dem pinken bleib ich dann so lang. Okay, ich darf aber springen. Ich habe gerade überlegt, ob ich springen darf. Ja, könnte ja auch sein, dass man dann... Oh Gott. Das ist verwirrend mit den Pfeilen hier. Also ich find's verwirrend. Ah, die Sternteile da auch in den Farben der Stifte, auf denen sie waren. Wundervoll. Aua. Gib mir dieses Münzchen. Bitte Musiknoten. Hä? Du wurdest zur Feder, Mario. Drücke zum Springen. Ah. Oh nein, es ist dieser Mario. Der ist ekelhaft. Weil man ihn nicht wirklich kontrollieren kann. Also man kann ihn schon kontrollieren, aber es ist halt super floaty. Ich verstehe auch nicht, wann man wie irgendwie... Au. Springen muss, damit es funktioniert. Ach. Das war knapp, glaube ich. Muss halt super aufpassen. Man kann super leicht in den Tod stürzen. Machen wir einfach mal so. Ich habe es bisher nur in Videos gesehen. Da sah es schon ekelhaft aus. Also, wow. Man peilt auch von Wänden ab, wie wir hier sehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich hier... Ne, ich kann mich nicht in der Luft noch drehen. Das
Das wollte ich gerade wissen, inwiefern das vielleicht geht. Gar nicht. Aber naja. Hier haben wir einen kleinen Teller. Mit Kinderbesteck. Und erstmal mache ich die Platten kaputt, bevor ich mich wieder in so eine Sprungfeder stürze. Man hüpft halt dauerhaft. Man kann, glaube ich, nicht stehen bleiben. So, ich drücke nichts. Also, so irgendwie bleibt er dann schon stehen, aber... So. Geschafft. Die Stellen, bei denen wir das machen müssen, sind zum Glück nicht so schwer, würde ich sagen. Das einschätzend, also so gut ich kann. Aber die Welt gefällt mir sehr. So. Das ist quasi ein Schalter. Was ist hier drin? Ich will hier rein. Wir sind auf dem Roboter, das ist sehr cool. Ah, okay, eine Abkürzung. Vermutlich muss man die Schrauben in einer gewissen Zeitspanne zueinander reindrehen. Aber ich meine, ich konnte es auch mit einem langen Sprung einfach lösen. So, ich glaube, die Platte müssen wir hier tatsächlich abmachen. Das sieht hier nicht nur so, hey, du kannst da irgendwas bekommen, mäßig aus. So. Münze. Okay, und da geht's weiter. Also das mit der Anziehungskraft, das ist sehr verwirrend teilweise. Aber auch sehr, sehr cool irgendwie. Man muss sich halt wirklich nur dran gewöhnen. Und die Kamera ist da wirklich nicht, also es ist, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, die ist schlecht, weil ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen sollte. Aber... sie hat teilweise deutliche Aussetzer. So viel kann man sagen. Glaube ich. Auch unter Anbetracht dessen, was das hier ist. Also, es ist mit... So. Anziehungskraft arbeitet. Ist halt trotzdem nicht perfekt. Ja. Da kann sich auch Nintendo nicht vorwappnen vor dieser Kritik. Oh fuck, ich hätte Kamek töten sollen. Als ich noch die Bewegungsfreiheit dazu hatte. Jetzt kann man gerade nur noch hoffen, dass ich das nicht weiter brauchte. Das Federchen. Aber wenn man sich das hier so anguckt... kann leider gerade auch nicht genau sehen... ah doch, hier komme ich hoch. Also wie weit... ich konnte gerade nicht sehen, wie weit ich da noch weiter vorgehen kann, weil ich die Kamera nicht drehen konnte, wollte ich sagen. Aber es hat alles geklappt. Ich habe den Riesenroboter anscheinend zerstört. So einfach war das. Und unten auf seinen ehemaligen Füßen, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt der Stern. Da, 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 da. Oh, im Hintergrund. Das alte Aussehen unseres Hauptcharakters. Wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Ich habe auch mal gerechnet. Ich glaube, man braucht insgesamt... warte, Moment. Am Anfang dieses Parts stand, da war ich ja auf der Hub-World. Also auf der Overworld. Irgendwie, mir fällt kein deutsches Wort dazu ein. Auf dem Hub einfach. Da stehen ja, wie viele Sterne man noch braucht, um bis zum Hauptboss quasi zu kommen, denke ich mal. Da stand noch 22, da hatte ich 38. Also brauchen wir wohl 60 Sterne insgesamt. Das klingt irgendwie nach einer Mario-typischen Zahl, von daher glaube ich das einfach mal. Und würde sagen... beim nächsten Mal geht's weiter in Richtung der letzten 19 verbleibenden Sterne. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.